Anflug im Roten Meer. Houthi-Piraten entern einen Frachter. Das sollen diese Aufnahmen zeigen, die die Houthis veröffentlicht haben. In dem Video ist der Autofrachter Galaxy Leader zu sehen. Er befand sich auf dem Weg nach Indien, war laut Marine Traffic in der Türkei abgefahren. Jetzt steht das Handelsschiff samt Besatzung unter Kontrolle der Terroristen. Ihr Militärsprecher kündigt an, dass ab sofort alle Schiffe ein Ziel seien, die unter der Flagge Israels fahren, die im Besitz israelischer Unternehmen sind oder von israelischen Firmen betrieben werden. Seit Samstag gab der Transponder kein Signal mehr ab. Ein Sprecher der israelischen Armee sprach von einem sehr schwerwiegenden Vorfall mit globaler Reichweite und betonte, dass es sich nicht um ein israelisches Schiff handle. Auch israelische Staatsangehörige seien nicht an Bord. Israelischen Medien zufolge soll das Frachtschiff allerdings von einem Unternehmen betrieben werden, das zum Teil einem britisch-israelischen Geschäftsmann gehört. Offenbar Grund genug für die pro-palästinensischen Terrorpiraten, das Schiff anzugreifen und zu entführen.